So, meine Freunde, da sind wir wieder. Die Gegner wurden frisch besiegt und diesmal habe ich sogar noch eine Schrotflinte ergattern können. Zwar mit einem Schuss, aber das ist auch besser als nichts und wir sind wieder an unserer tollen Stelle. Okay, er schießt direkt schon. Ich hoffe, er pölt sein Magazin leer. Oh, er hat direkt einen kassiert. Okay, nehmen wir direkt das Nagelbrett hier. Das macht ein bisschen mehr Schaden als unsere Wumme. Okay, ein... Ah, da. Okay, einer ist tot. Einer ist tot. Sehr, sehr schön. Und wir haben ein Nagelbrett. So, mal eben warten, bis der Taser wieder voll aufgeladen ist. So, perfekt. Wo ist jetzt der andere? Mit der scheiß Pumpgun. Okay, er ist direkt hinter dem Stapel. Ah, das war gar nicht der mit der Pumpgun, okay. So, nehmen wir mal jetzt die Pumpgun. Wie viel haben wir noch? Null. Okay, seine Waffe. Ne, das ist das Nagelbrett. So, diese Dingsbums. Kaliber 45. Ja, okay, 5 Schuss, das ist schön. Fernkampf ist eine tolle Sache. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Was? Schrotflinte? 2 Schuss. Okay, nehmen wir die mal. Oh! Erste Hilfe. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, wir befinden uns jetzt im oberen Stockwerk. Nochmal eben gucken, dass wir hier gleich was... Okay, da geht's weiter. Gucken wir uns noch eben hier um. Weil hier wären wir ja hochgekommen, wenn wir den anderen Gang lang gegangen wären. Okay, hier ist nichts. Also begeben wir uns mal nach vorne. Vielleicht müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen. Ich weiß es leider nicht. Aber ich hoffe, es wird mal wieder gespeichert. Denn ich habe keine Lust, das jetzt nochmal alles zu machen. Beziehungsweise die ganzen Gegner zu töten. So, jetzt kommen wir in einen großen Saal. Okay, hier schon wieder Verwesungsgeruch. Aber ich gucke erstmal mit meiner... mit meinem Prügel hier. So, was geht hier ab? Immer so viele Möglichkeiten. Okay. Viele Möglichkeiten ausschließen, wo die Gegner angreifen könnten. Deswegen in der Mitte wäre das gerade nicht so prall gewesen. Okay, hier ist ein Vogel. Da ist ein Sledgehammer. Ich denke mal, den Vogel hätten wir auch mit unserem Gasspektrometer gefunden. Okay, da ist Rosa, das ist das Terminal. Gucken wir noch ganz kurz, was hier ist. Wahrscheinlich nichts. Ne, okay, nicht. Okay, holen wir uns mal eben den Sledgehammer. Kloppen diese fahrbare Leiter, das Schloss auf. Und nehmen natürlich sofort wieder unsere Schrotflinte mit. Genau. Objekt verschieben, das machen wir gleich. Jetzt erstmal Schrotflinte. Genau. Okay, doch, es wartet, glaube ich, noch ein Vogel auf uns, so wie sich das gerade angehört hat. Hä? Achso, das war die Leiter. Okay, klettern wir mal schnell nach oben. Ich hoffe, ich komme auch da gleich wieder raus, ohne meinen Vorschlaghammer. Das wäre ein bisschen blöde. So, jetzt sind wir hier oben. Hier ist noch ein Vogel. 2 fehlen noch. Kommen wir hier rüber? Ja, perfekt. Und springen wir auch direkt mal nach unten. Da war gerade ein Schatten, okay. Back off, you bastard. Come any closer and I'll rip your head off. Rosa, it's me, Thomas. Oh. Oh, he must have clobbered me in the back of the head before taking off. Are you okay? There were these shadowy things standing over you. What? Look, while you're chasing shadows, that jerk tried to kill me. I bit him good though, right on the hand. Did you get any of the blood sampled? I saw some hit the floor. Yes, sampled and transferred back to the lab. Excellent. I can patch in through this computer and do a remote analysis. Gucken wir erstmal, was hier abgeht. Bingo. DNA from the sample matches DNA taken from the metro station hideout. This is the guy. This is our serial killer X. He killed the policeman, and he's been killing all of the other guys on your case list. What did he want with you? He wanted to know what we knew about the torturer. He made me look it up on the net. You know
knows the whole MO now. The abduction, torture, suicide thing. Thomas, the torturer is on your case list, and he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer X. X wants the torturer to die. He's hunting him down. Take a look at this. This is Jennifer Alden, reporting from police headquarters. Developments in the case of the torturer serial killer. A retired gym teacher from the city's juvenile rehabilitation program has informed police of contact he had almost 8 years ago with a troubled youth named Carl Anderson, who reported fantasies that matched the torturer's methods exactly. Authorities are now asking the public to inform police if they know of Carl Anderson's whereabouts. Do not approach the suspect, as he should be considered armed and dangerous. Sources within the police department are telling me they are also concerned because their informant can no longer be located. Department spokespersons have refused comment on this latest development. This is Jennifer Alden, reporting for News Channel 5. Carl Anderson. Gym teacher tells the cops on you, and now the teacher can't be found. Okay, Rosa, we have to find the school where this teacher worked. School and city district records are in the basement. Natürlich. Follow me. Hopefully this key will get us where we need to go. Das war klar, klar. Karten befinden sich im Keller. Auf Mikrofilm Aufzeichnung des Schulbezirks. Ja, warum konnte ich nicht weg? So. Ach, sehr schön. Oh. Ja, speicher mal. Gut. Lass mich hier mal durch. Verdammt nochmal. Sag mal. Was ist denn hier los? Welcher Stuhl? Wo ist sie denn jetzt schon wieder hingerannt? Das ist doch nicht, was sie jetzt schon wieder vorgerannt. Und dann wundert sie sich. Okay. Gucken, ob wir den Sportlehrer finden. Bevor es der Torturer bzw. der Serial Killer X tut. Wo ist sie denn jetzt hingegangen? Ich kriege hier noch einen Föhn. Naja, gehen wir mal hier wieder runter, wo wir hochgekommen sind. Ich habe ja mein Brecheisen nicht dabei. Okay, da steht sie auch. Blöde Kuh. Ach ja, ich darf vorgehen. Okay. Okay, Vorlesungsraum. Oder Leseraum. Ah, hier kommen wir nicht vorbei, schade. Natürlich. Das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Da vorne. Was zur Hölle ist das? Das sind ja voll die Kriecher, ey. Voll die Crawler. Ach, anscheinend hatten die ja gerade einen kleinen Penner-Snack. So. Ich glaube, jetzt kommen wir gleich hier in den unrenovierten, verbrannten Bereich. Ach ja, sehr schön. Da geht doch das Herz auf. Nein! Okay, there should be a stairwell that leads down to the microfiche room. Okay. Boah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, jetzt sind wir. Ah, okay, hier sind wir. Hier befindet sich ein Metallstück. Oh, Ethan, ey. Warum passt du deinen fetten Bauch da nicht durch? Ist das denn wahr? Okay, ein Metallstück. Jetzt haben wir 2 von 3. Wahrscheinlich befindet sich das letzte wieder im Untergrund. Okay, wer versteckt sich hier? Ah, was? Da steht sie da wie der Slenderman. Ist es selber. Nee, 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 nee. Okay, einfach weitergehen. Oh, das war ich selber, ich Ochse. Okay. Irgendwas wird uns bestimmt gleich anspringen.
marode. Ah! Nein. Yeah. Yeah. Busted my flashlight, though. Stay put. I thought I saw something down there in the dark. I'll be there in a minute. Warten Sie auf Rosa, ja, ohne Lampe. Hm? Och, Paranoia-Time. Oh. Oh. Thomas. Thomas, it's was zur Hölle? Here, take my flashlight. Ja, gib her. Oh, er speichert sehr schön. Lass mich hier rein! Ich hab keinen Bock hier, durch den Scheiß zu gehen. Ah. Ja, mich macht die Dunkelheit auch rappelig. Aber ich habe ja noch einen tatkräftigen Ballermann an meiner Seite. Wie geht's denn hier weiter, verdammt nochmal? Ja, habe ich auch gemerkt. Make your way around to the doors on the other side. I'll let you in there. Oh. Sag mal. Ja. Kann ich hier irgendwas verschieben? Dann gehe ich halt hier lang. Ganz toll. Naja. Wenn die mir zu nahe kommen, kriegen sie erstmal eine ordentliche Packung. Alter. Okay, hier geht's ja gar nicht weiter. Wo ist dieses dämliche Mistvieh? Komm her. Komm her. Das Vieh Teleportfähigkeiten oder was? Wo bist du? Komm her. Ah! Ah, Mensch. Ja, und schon ist meine Knarre leer. Egal. Egal, egal, egal. Wir haben einen starken Taser. Und können somit einen Feind töten, den wir niedertasen und dann nachtreten. Oh Gott. Ja, spielt nur mit mir, meine Freunde. Das werdet ihr alles bereuen. Okay, hier sind wir. Verkohltes Brett. Okay, haben wir hier irgendwas liegen? Okay, jump down and see if you can find your way back to the stairs. Noch tiefer. Ja, das wird. No way past this thing. Climb down to the next floor. Ach, Isa, wir sollen drüber springen können. Was ist denn da schon wieder los? Oh. Na, auf jeden Fall speichert er. Holtes Brett. Gehen wir mal weiter. So dunkel und neblig hier. Ich dachte gleich, der Pyramid Head vorbeikommt. Jesus, der war. Wo? Wo bist du? Was?
komm schon. Wo seid ihr? Ich habe ein Brett bei mir. Und ich zögere nicht, es einzusetzen. Oh Mann, 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 Mann. Ey, ey! Ne, ich heil mich mal eben. Das ist mir ein bisschen zu unsicher. Wie hat er mich denn gerade getroffen? So. Zack. Ja, mit voller Energie werden wir die Mutze jetzt diesen Arsch versohlen. Beziehungsweise verkohlen mit unserem Brett. So. Hier ist das Vieh irgendwo. Komm schon, wo bist du? Gasleitung. Wie viel? Okay, das ist viel besser. Da liegt ein Penner. Wow, eine Schrotflinte. Yeah. 3 Schuss. Nehmen wir mit. Da sag ich nicht nein. So, jetzt spuk hier noch mehr rum. Kriegst du erstmal volle Breitseite einen rein. Ja, wir haben es geschafft. Okay, einer ist noch da. Da liegt ein Vogel. Komm. Brauche ich den? Oh, Mist. Na egal. Wir können ihn tasen. Wo auch immer er ist. Okay. Okay, was haben wir hier? Wie viel Schuss hat die? Oh, 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 oh. Ach, jetzt sind auch noch die Idioten hier unten. Ganz toll. Na, kommt. Ja, die springen noch da vorne rum. So, keine Munition verschwendet. Wo ist der? Da. Hier ist noch so ein Penner. In die Nüsse, Alter! Bam! So. Ach, da ist auch nichts mehr drin. Okay, ich wurde nicht getroffen. Aber ich habe jetzt auch keine Waffe mehr. Blöderweise. Deswegen wäre es ratsam, mir nochmal eben die Kaliber 45 zu holen. Besser jetzt einmal 2 Minuten hier investieren, um zu laufen, anstatt da gleich einfach drauf zu gehen und noch alles nochmal zu machen zu müssen. Wo war das denn? Ach, hier. Genau. So, jetzt geht's weiter, meine Freunde. Aufi! So, jetzt dürften wir aber auch... Oh! Hier geht's raus. Oder auch nicht. Nein, hier gibt's ein Metallstück. Aber wo ist es denn? Objekt verschieben? Wo denn? Ja, jetzt schiebt es doch weg. Und wir haben alle Metallstücke gefunden. Ich glaube, uns fehlt auch nur noch ein Vogel. Wenn ich mich recht entsinne. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier hinten ist. Dürften auch jetzt... denke ich mal, am Ende angelangt sein. Dass Rosa uns befreien kann. So, jetzt muss es aber langsam mal soweit sein. Die steht ja schon wieder wie der Slenderman, ey. Ist der wahr? Okay, da ist Rosa.
Jesus, Thomas, it took you long enough. Oh, es tut mir leid. Okay, befindet sich hier noch irgendwas? Okay, da kommen wir nicht ran. Hätte ja sein können. Gucken wir noch mal eben, was vielleicht gibt es hier oben was? Nö. Liegt hier unten irgendwas? Nö. Hätte ja sein können, dass da noch irgendwie ein Vogel platziert wurde. Oh, wow, 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 wow. Ja, ja, wir gehen gleich vor. Ach so, oh, nach unten auch noch. Ich dachte, wir müssten an die Tür. Ja, dann gehen wir halt jetzt sofort schon rein. Hätte ja sein können, dass da noch irgendwas ist. Und wir sind im Keller. Kommen wir jetzt schon raus? Rosa? Ach, keine Ahnung. Was ist jetzt los? Okay, 8 years ago would put the kid and the teacher at the same school in 1997. Here it is. Da ist der Schlingel. Anderson Carl. There's a lot of Carl Andersons, but I bet this is our guy. He was enrolled or sentenced to an educational rehabilitation center for the severely troubled. St. Joseph's Secondary on Northeast 52nd and Fremont. It's been closed for 5 years, and no wonder. That's one of the worst parts of town. Christ, the cops have just been letting it go to hell for years. Yeah, what about the faculty? Doesn't list occupations, just a list of names. I'll take it back to the lab and see what I can find. It's him. He's been listening to us. It looks like we've attracted other unwanted attention. Och, jetzt geht das schon wieder los. Wow! Ein. Okay, ein haben wir noch. Und Heilung wäre nicht. Ah, Mist, verdammt. Wo kommen die denn jetzt alle her? Naja, haben wir ja schön gespeichert hier. So. Noch jemand? Aber auf jeden Fall noch einer. Oh! Alter! Wo kommt er denn her? Boah. Thomas, the exit. We need to make a run for it. Ja. Okay, ich werde aber nicht rennen. Vielleicht finde ich hier noch einen Vogel. Was ist das? Ah! Hä? Hier hat doch irgendwas flattert. Null. Okay, da kann ich auch direkt drauf scheißen. Okay, hier ist irgendwo ein Vogel. But wo? Aber, ach, but wo? Aber wo? Ach, hier sind wir. Hier sind wir. Okay, wo ist der Vogel? Das war meine. Keine Ahnung, wo soll denn der Vogel sein? Mich jetzt verhört. Doch irgendwo jetzt gerade was gehört. Hm. Hier in der Ecke? Na okay, dann weiß ich es jetzt auch nicht.
auch selber jetzt schon rum. Gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, hier kommen wir raus. Ja, vielleicht hier drin. Ey, jetzt mach auf. Hier noch was drin. Zwei, sehr schön. Objekt verschieben? Da ist gerade Objekt verschieben gelesen. Nicht? Hätte ja sein können. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder eine Waffe. Und jetzt sehen wir zu, dass wir endlich hier rauskommen. Mit oder ohne letzte Vogel, das ist mir ehrlich gesagt gerade scheißegal. Was ist hier? Nicht? Okay, die sind alle leer. Muss ich hier raus? Nein. Dann hier die Aufzüge. Ey, wo muss ich denn raus? Ja. Gut, dann doch nicht hier lang. Hätte ich jetzt angenommen. Gucken wir nochmal weiter. Muss ich wohl irgendeine Tür übersehen haben. Was ist das hier überhaupt? Ja, nehme ich doch einfach mal die hier. Ach, Idiot. Okay, was haben wir hier? Nee, hier kommen wir doch her. Ach, was ist denn hier schon wieder los? Ja, ja, ja. Das ist schon schwer. So. Wo geht's denn jetzt hier raus? Ja, natürlich da, wo Exit dran steht. What about our serial killer X? He's got the same information we do, so that means he's also going to go to the school. Perhaps I can catch two killers with one net. I'll drive you there, then head back to HQ and work on that faculty list. Okay, da haben wir das ja wohl geschafft. Okay, ja, das wäre doch der letzte Vogel gewesen. Okay, 5 von 6 Vögeln, 3 von 3 Metallstück. Sie haben 2 Auszeichnungen erhalten. Einmal Kapitel 7 Bronze und einmal Abschlussauszeichnung. Ja, die Statistiken liegen wieder alle mehr oder weniger im Durchschnitt. Okay, das war die Stadtbücherei. Jetzt sind wir schlauer. Im nächsten Part werden wir uns in Richtung Schule machen, um da den Torturer bzw. unseren Serial Killer X zu finden. Ich bin Ed Benjamin und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder mit dabei. Bis dann, meine Freunde!